Hallo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2016 hier auf Nosa Games, heute wieder in der Karriere. Ja, Emma fehlt heute. Warum fehlt die gute Frau heute? Ganz einfach. Es ist Vorentscheidung in der Meisterschaft. Ihr seht, wir haben 84 Punkte auf Ricardo und 89 Punkte auf Max Verstappen bei nur noch 4 zu fahrenden Rennen. Dementsprechend knapp wird das Ganze heute und ja, was haben wir so für Optionen? Wir müssen erstmal gucken. Also rein theoretisch, wenn einer von beiden gewinnt, müssten wir entweder P3 oder P6 holen. Auf alle weiteren Eventualitäten können wir dann nachher nochmal im Rennen eingehen. Ja, ihr seht, also es ist ja für uns erstmal recht spannend. Pascal Wehrlein leider nur auf P8 in der Meisterschaft. Vielleicht kann der hier und da nochmal ein paar Plätzchen holen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich erstmal ganz in Ruhe in unsere Qualifying-Runde. Ja, was gibt's sonst Neues? Am Sonntag startet ein kleines neues Projekt von Manuel und mir. Ich hoffe darauf, dass wir das in einigermaßen regelmäßigerer Variante bringen können, wie die anderen Projekte, die wir zuvor gemacht haben. Lasst euch ein bisschen überraschen. Sonntag um 9 Uhr geht's los. Ja, wir sind jetzt gerade erstmal auf dem Weg in die Einführungsrunde. Ja, ich habe beim Qualifying leider den Fehler gemacht, nachdem das freie Training sehr durchwachsen gelaufen ist, hatte die KI einmal zurückgestellt auf schwer. Und ja, habe dann mir gedacht, versuchen wir mal unser Glück. Ihr wisst, letztes Jahr Austin war etwas durchwachsen, weil ich diese Strecke einfach nicht mag. Ich weiß es auch nicht, ich werde mit dieser Strecke nicht warm. Das ist genau das, was ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal gesagt habe. Dennoch haben wir hier gleich den ersten lilanen ersten Sektor gefahren. Ich habe mir ein bisschen was von der KI abgeschaut, nämlich mal so den einen oder anderen Bremspunkt im letzten Sektor, weil da habe ich nämlich fast über eine Sekunde verloren. Und ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass es diese Runde ganz gut funktionieren könnte. Ja, hier haben wir jetzt den Scheitelpunkt etwas extrem weit verpasst. Wie gesagt, die Strecke liegt uns nicht unbedingt. Müssen wir halt auch jetzt einfach gucken, wo wir am Ende rauskommen. Ja, wie gesagt, freies Training war wirklich extrem durchwachsen. Ja, und ansonsten, ihr seht, Ricardo hat schon die Pole. Dementsprechend als Meisterschafts, ja, Mitanwärter muss er ja jetzt hier dementsprechend ein bisschen was losreißen oder beziehungsweise überhaupt Gas geben. Wir hatten jetzt gerade beim zweiten Sektor wieder einen Lila gehabt und hatten 1,4 Sekunden Vorsprung, bevor es in den letzten Sektor ging. Und da hatten wir ja bisher immer das Problem gehabt, dass wir da den Boden, den wir in den zwei Sektoren vorher hatten, geholt haben, fast immer wieder komplett verloren haben. Wir haben gerade Glück, ein Auto biegt in die Boxengasse ein, wir kommen zurück auf Start und Ziel. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, wo die Uhr anhält, aber es sieht sehr gut aus. Ja, und es war verdammt gut. Ja, 1:39,8, das ist die schnellste Zeit, die ich jemals auf diesem Kurs gefahren bin. Und ihr seht, am Ende hat es tatsächlich mit 1,2 Sekunden auf Max Verstappen gereicht und dahinter dann direkt Daniel Ricciardo. Das hat mich veranlasst, im Rennen die KI wieder hochzustellen, weil ich habe mir gedacht, komm, 1,2 Sekunden im Qualifying und ich weiß, die werden etwas langsamer im Rennen. Dementsprechend, ja, müsst ihr halt jetzt damit rechnen, dass ich jetzt ein bisschen durchgereicht werde. Wir gucken erstmal auf die Ziele fürs Rennen. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Jo, das Team wünscht sich P3. P3 wäre gleichbedeutend mit einem Meistertitel für uns. Und ja, würde ich sagen, ohne langes Umschweifen, wir gehen zur Strecke. Gucken wir gerade nochmal. Ja. 2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Heute fahren wir in Travis County, Texas, wo 20 Kurven und Geschwindigkeiten von bis zu 321 km/h auf dieser großartigen Strecke auf uns warten. 60% Vollgasanteil mit vielen Überholmöglichkeiten, besonders in den zwei DRS-Zonen zu Kurve 1 und später auf der Gegengeraden zu Kurve 12. Da kommt einiges auf die Fahrer zu. Heute werden Stefan Römer und ich die Action kommentieren. Stefan, sag uns doch gleich mal, worauf wir uns heute einstellen können. Heute stellt sich für mich die Frage, ob es Überholmöglichkeiten geben wird, besonders bei den schnellen Sektionen.
Natürlich haben wir DRS, was bei den Geraden helfen wird, doch das hilft alles nichts, wenn man zu langsam aus der vorigen Kurve kommt oder zu weit hinten ist. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Das klingt nach einem super Plan, Jeff. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwie in die Tat umsetzen. Wir stehen auf Pole, wir machen das Auto schön leicht, denn wir haben in der letzten Zeit ja gemerkt, unser Spritverbrauch ist nicht so astronomisch, dass wir diesen komplett vollen Tank überhaupt benötigen. Außerdem hat es den Vorteil, wenn die anderen Autos jetzt alle noch schön vollgetankt sind, sollten wir eigentlich einen sehr guten Start hinlegen können, um halt auch dementsprechend, wie Jeff es wollte, innen zu verteidigen und dann dementsprechend logischerweise auch in Führung in die erste Runde gehen. Ja, das wäre soweit unsere Rennstrategie. Was haben wir sonst noch für Optionen in Sachen Meisterschaft? Also, wenn Ricardo Zweiter wird, müssten wir Fünfter werden. Ja, sollte er Dritter werden, müssen wir Siebter werden. Sollte er Vierter werden, müssten wir auch Siebter werden. Ja, und wenn er Fünfter wird, dann reicht uns ein 10. Platz, um durchzukommen. Max Verstappen, da hört das Ganze nach P3 nämlich auf. Da müssen wir einmal mindestens 10. werden bei P3 und bei P2 müssen wir nur 8. werden. Und sollte Max Verstappen das Rennen gewinnen, würde uns zumindest, um ihn aus der Wertung rauszukicken, P6 reichen. Ja, und dementsprechend könnten wir es rein theoretisch sehr strategisch angehen, aber wir haben die Pole Position und dementsprechend versuchen wir das Ding natürlich auch umzusetzen. So, Ampel wird rot, Kupplung gezogen, 11.000 Touren, Ampel ist aus. Einigermaßen schnell heute, fand ich. Ja, und der Weg zur ersten Kurve sieht schon mal sehr gut aus. Ich konnte schon mal ein kleines Stückchen weiter nach innen gehen. Ich habe schon mal auf mager runtergestellt, damit ich ein bisschen den Sprit einsparen kann. Wie gesagt, wir sind deutlich leichter wie die KI. Das sollte sich jetzt hier erstmal auf den ersten Metern so ein bisschen ausgehen, dass wir die ein bisschen loswerden können. Natürlich müssen wir auch gucken, das Auto ist noch nicht so 100% auf Renntemperatur, sag ich jetzt einfach mal. Ich bin zwar auch ein paar Schlangen in der Einführungsrunde gefahren, aber bin ich ehrlich, ich habe da nie wirklich einen Unterschied gemerkt. Weil wenn du normal fährst, dann hast du da auch einigermaßen eine gescheite Temperatur auf den Reifen drauf. Darfst halt nur nicht zu langsam werden. So, wir haben den ersten Sektor komplett gut gemeistert bis zur DRS-Geraden. Dementsprechend gucken wir uns den Start nochmal in aller Ruhe an. Wir gucken mal, was unser Teamkollege macht. Der Pascal Wehrlein, der auf P4 gestartet ist, der kommt einigermaßen gut weg, holt sich da den Danny Ricciardo, der sehr schlecht weggekommen ist, der ist gleich durchgereicht worden. Spielt natürlich uns in die Karten. Wir gucken gerade nochmal hinten drauf. Ja, der wird richtig weit nach außen getragen. Und ich glaube, der ist sogar fast außerhalb der Top 10. Ja, und dementsprechend, ja, es läuft für uns, würde ich mal behaupten. Denn, wir sind jetzt schon in Runde 3. Max Verstappen ist wieder auf P2, aber wir wissen ja, die müssen an uns vorbei, um Meister zu werden. Und solange wir auf 1 sind, ist alles okay. Valtteri Bottas aus dem Rennen und Romain Grosjean aus dem Rennen. Wir gucken mal, was passiert ist. Die beiden fahren nicht nebeneinander oder hintereinander. Wir gucken einfach nochmal drauf. Valtteri Bottas, kapitaler Motorschaden und der Grosjean auch. Ist natürlich super, ja, für die hinterherfahrenden. Zwei Autos, die gleich abdampfen. Ja, macht nicht wirklich Spaß, dann da hinterher zu fahren. Aber gut, zwei Konkurrenten für die Jungs da hinten weg. Dementsprechend. Die freuen sich nachher darüber, dass sie freie Bahn haben. Ich persönlich hatte ja darauf spekuliert, dass die beiden Autos, weil sie ja so dicht hintereinander gestanden haben, eine Safety-Car-Phase verursachen. Aber ihr seht, wir sind aktuell in Runde 4. Ja, Checo Perez hat sich mittlerweile auf P2 vorgedrückt. Wir bekommen eine alternative Strategie von Jeff. Wir gucken da einfach mal drauf. Jeff möchte, dass wir zwei Runden früher reinfahren. Ich denke, er wird sich dabei was gedacht haben. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Das heißt also, wir haben jetzt noch zwei Runden bis zum Boxenstopp. Ja, wir führen aktuell recht komfortabel mit, ich würde jetzt mal sagen, knapp 3 Sekunden oder so. Ja, jetzt zum Ende, wo wir reingefahren sind, leider nicht mehr wirklich. Ihr seht, hinter uns fährt ein ganzer Schwung rein. Das ist Max Verstappen. Und das zweite müsste Lewis Hamilton gewesen sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir gucken nochmal drauf. War jetzt so nicht mehr zu erkennen. Na gut, wir gucken gleich nochmal, wenn wir aus der Box gefahren sind. Jetzt heißt natürlich, macht mal schön Gas, aber ihr seht, wir kommen nicht weg. Warum? Ja, die Fastlane ist noch besetzt mit den zwei Jungs, nämlich mit Ricardo und ja, unserem Freund im Mercedes. Und das ist vom Helmdesign her definitiv Lewis Hamilton.
Ja, haben wir Pech gehabt. Ihr seht auch Raikön hier neben uns noch. Das macht die Sache nicht gerade angenehmer für uns. Jetzt müssen wir uns einfach erstmal hinter Raikön einsortieren und dann halt schauen, ob wir den irgendwo einkassieren können. Wir sind zurückgefallen bis P12 und ab jetzt fängt diese Rechnerei natürlich lustigerweise an. Wir müssen jetzt gucken, wo ist denn eigentlich der, ja, Ricardo, und der Verstappen fährt halt zwei Autos vor uns, oder drei Autos vor uns. Dementsprechend müssen wir jetzt hier gucken, dass wir hier schnellstmöglich an den Jungs vorbeikommen. Hier Ericsson und Raikön haben wir hier beide gedivebombt in dieser Ecke. Da muss ich sagen, bergab, da oben aus diesem Knick raus, ging zu Anfang des Rennens der Männer wirklich super. Und das Coole ist, dadurch, dass ich vor der Kurve an der DRS-Zone fast immer noch hinter denen gewesen bin, habe ich da öfter in diesem Rennen DRS bekommen. Ihr werdet es noch sehen. Ja. Also es ist wirklich schön, wenn man da jemanden ausbremst und kommt dann auf die Geraden, hat dann auch noch DRS hinten dran. Jetzt haben wir Danny Quert vor uns. Hier durch dieses Geschlängel. Da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, aber ich komme teilweise doch ein bisschen besser durch wie die KI. Kommt mir zumindest so vor. Ja. Wir sind jetzt hier schon wieder sehr dicht dran. Jetzt gleich kommt wieder dieser obligatorische Knick von vorhin, den ich gesagt habe, hier aus dieser Kurve raus. Ihr seht, wir kommen schon ein Stückchen ran und jetzt hier runter den Hügel sind wir auch schneller, dank der Mercedes-Power in unserem Auto. Ja, er versucht nochmal sich zu wehren, aber jetzt auf der Geraden dürft ihr nicht mehr viel Land sehen, denn ja, aus der Kurve raus, erstens sind wir schneller, zweitens kriegen wir jetzt noch DRS obendrauf. Das läuft bei uns. Ja, und Max Verstappen jetzt direkt vor uns. Der wird natürlich jetzt versuchen, schnellstmöglich irgendwie durchzukommen. Wir sind mittlerweile in Runde 8. Lewis Hamilton fährt eine neue schnellste Runde. Wenn ich es richtig weiß, war Lewis Hamilton sogar auf einer Zwei-Stopp-Strategie unterwegs. Carlos Sainz war gerade noch an der Box und jetzt kommt Checo Perez vor uns raus. Das ist natürlich ärgerlich, weil, ja, ihr seht, er hat noch nicht so wirklich viel Schwung. Ich versuche mich jetzt einfach mal außenrum neben ihn zu setzen. Sieht auch ganz gut aus, weil er jetzt hier sehr langsam wird und ja, auf einmal kommt er komplett, ja, Madman-mäßig zurück auf die Strecke. Und ja, das gucken wir uns nochmal an. Also ich hatte nicht wirklich eine Chance, was dagegen zu tun, weil er war auf einmal direkt neben mir. Ja. Wir haben noch Schwein gehabt, dass wir das Auto einigermaßen abgefangen haben und wieder auf die Strecke gekommen sind. Wir gucken uns das Ganze jetzt hier nochmal in der Zeitlupe in aller Ruhe an. Also ihr seht hier, er lenkt ein und ja, ich weiß nicht, wem kann man da die Schuld geben? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Also ich würde jetzt sagen, ein bisschen Luft mehr hätte er mir noch lassen können. Ja? Weil er hätte sowieso im nächsten Part, hat er ja einen kleinen Vorteil dadurch, dass das ja noch ein Linksknick gewesen ist. Nee, Quatsch. Ja, doch, es war ein Linksknick, wo er mich getroffen hat. Das nächste wäre eine Rechtskurve gewesen. Also er hätte gar nicht so viel machen müssen. Und ja. Wie gesagt, ich war halt nebendran, ein bisschen Luft zum Leben brauchen wir auch noch. Ich bin nicht bis ganz zum Randstein gefahren, das ist mir klar. Aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wer da dran schuld war, ob das jetzt mein Vergehen gewesen ist. Weil ich dachte halt eigentlich, naja gut, er ist außen neben mir. Und ich war auch meiner Meinung nach ziemlich auf der Höhe gewesen bis dahin. Ich mache jetzt einfach den Vettel, ich bin mir keiner Schuld bewusst. So, ja, für die Leute, die das Formel 1 Rennen am Wochenende gesehen haben, ihr wisst Bescheid. Ja, wir sind mittlerweile auf P10 angekommen. Ja, Ericsson haben wir uns geschnappt. Wir sind wieder hinterquert in Runde 10. Auch wieder hier durch das Geschlängel durch. Jetzt geht es wieder runter Richtung DRS-Graden. Ihr seht, wir sind sehr dicht dran. Das heißt, wir nutzen jetzt hier wieder den Windschatten aus. Wir kommen sowieso schon runter vorm Bremspunkt gut ran. Ja, sind einfach mal daneben gefahren. Hat super funktioniert und natürlich nehmen wir das DRS dankend an und setzen das auf der Geraden auch ein, um von unserem Gegner Danny Quert wegzukommen. So. Nach hinten ist nichts mehr. 3,40 hatten wir bis kurz vor Bremspunkt. Ja, und da vorne sind jetzt wieder Checo Perez und, ja, ich wollte gerade sagen, Danny Ricciardo. Nee, Kimi Räikkönen, aber das war es nicht. Das war jetzt halt gerade schon durch den Umschnitt, ist Räikkönen auch an Sainz vorbei. Und jetzt haben wir hier Perez und Sainz im Infight. Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, doppelter Windschatten. Ja. Ich war eigentlich zu Beginn der Geraden zu weit weg von Sainz, aber dadurch, dass sie sich so schön breit gemacht haben, bin ich natürlich super rangekommen. Jetzt werde ich mal gucken, wo ich den Checo Perez dieses Mal ein bisschen besser überholen kann. So eine genaue Idee habe ich dafür noch nicht. Aber, naja, gut.
Vielleicht könnte ich ihn oben am Hügel von Start und Ziel nochmal cashen. Einfach mal gucken, wie dicht wir hier dranbleiben können. Hier auf dem Stück, wie gesagt, bin ich teilweise ein bisschen langsamer wie die KI, weil ich hier öfter mal sehr weit rausgetragen worden bin, so wie hier. Ja, Bremspunkt ein bisschen verpasst, schon steht man da außen drauf. So, dementsprechend ist erstmal hier nichts zu holen mit, ich hole ihn auf der Geraden. Ich habe zwar noch DRS bekommen, aber der Drops ist erstmal gelutscht. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier oben, beziehungsweise jetzt gleich irgendwo ein bisschen näher rankommen. Ist ein bisschen unschön an der Stelle. Haben leider ein bisschen Pech gehabt. Wir können mittlerweile auf Standard fahren. Wir haben das ganze Spritproblem hinter uns. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wie lang wird dieser Medium-Reifen halten. Ich hoffe natürlich, dass er bis zum Schluss durchhält, weil nochmal stoppen wollte ich nicht. Ja, auch hier an Perez kommen wir jetzt hier wieder deutlich ran. Das heißt also, hier vorne auf dem Stück sollten wir jetzt gleich eigentlich kriegen können. Wäre mir natürlich sehr recht, dementsprechend ja, klemmen wir uns einfach mal dahinter. So, Perez einfach mal ganz frech gedivebombt und natürlich dann auch mal außen die Türe zugeschmissen. Ansonsten keine weitere Berührung, aber mit DRS gut weggekommen. Ja, Runde 15, da ist wieder ein Auto in der Box. In unserem Fall ist es Lewis Hamilton, der seinen zweiten Stop absolviert. Also er ist auf super soft gestartet und fährt tatsächlich die Strategie mit zweimal soft. Ist jetzt die Frage, bringt das was, bringt das nichts? Werden wir im Auge behalten müssen. Wir sind mittlerweile auf P5. Das heißt, selbst wenn Ricardo das Rennen anführen würde, wären wir jetzt schon Meister. Aber wir wissen ja nicht mal, wo Ricardo ist. Das ist ja das große Problem. Wir haben nämlich das ganze Rennen über nicht gesehen. Auch wenn ich jetzt hier sehr viel rumgeschnitten habe. Ich habe ihn echt nicht gesehen. Und ich hatte keinerlei Ahnung, ob es reicht. Lewis Hamilton hier einfach mal ganz frech innen durchgezogen. Hat meinen kleinen Fehler konsequent ausgenutzt. Ja. Und ihr seht, der kommt aus den Ecken gleich eine ganze Ecke besser raus. Also dieser Supersoft ist wirklich extrem gut. Und an der Stelle muss ich sagen, hätten wir vielleicht auch so machen sollen. Ich hätte mal auf das Delta gucken sollen. Ja. Ist ein bisschen schade. Aber gut. Wir versuchen jetzt einfach so gut wie es geht dran zu bleiben. Vor Lewis Hamilton fährt sein Teamkollege. Das ist der Nico Rosberg. Der fährt auf P3. Und das heißt, vorne fahren noch zwei Autos, von denen wir nicht wissen, wer es ist. Ich persönlich würde eigentlich drauf tippen. Ja, okay, ich sehe den gelben Punkt. Das ist Pascal Wehrlein, der da vorne mit rumfährt. Aber wer ist das jetzt da vorne? Ist das Danny Ricciardo? Oder ist das Max Verstappen? Wir wissen es einfach nicht. Und ja, so schnell werden wir auch keine Antwort darauf kriegen, wahrscheinlich. Wir gucken jetzt mal drauf. Also Pascal Wehrlein führt das Rennen noch an. Ja, und wir sind mittlerweile auf P4 vorgerutscht. Und das heißt im Endeffekt, das Auto, was da vorne gewesen ist, ist jetzt einfach hinter uns. Und ich habe es nicht gesehen, wer es gewesen ist. Und das macht jetzt die Sache natürlich interessant. Dementsprechend vor uns jetzt erstmal zwei Mercedes, also rein theoretisch viermal Mercedes Power, weil Männer hat ja auch Mercedes und ja. Also aktuell sind wir auf Meisterschaftskurs, auch wenn wir nur P4 haben. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Checo Perez hinter uns, ebenfalls auf Medium. Und jetzt sehen wir, wer das da vorne wohl gewesen ist. Das war nämlich Max Verstappen und der hängt geradewegs in meinem Rückspiegel auch auf Softreifen. Das heißt, wenn jetzt alles scheiße läuft, wir sind in der 23. von 28 Runden, dann wird uns der Max Verstappen gleich irgendwo überholen, so wie es kurz zuvor, auch ein paar Runden zuvor schon der Lewis Hamilton gemacht hat. Im Übrigen Lewis Hamilton und Nico Rosberg, beide an Pascal Wehrlein vorbei. Ihr seht, ich hole auf meinen Teamkollegen selber auch ein bisschen auf. Ja. Und das wird jetzt natürlich spannend, ob ich ihn noch kriege, ob der Verstappen mich noch kriegt oder ob ich vielleicht doch hingehe und mich dem Allgemeinwohl des Teams anschließe und einfach versuche, meine Position jetzt so nach hinten zu retten. Den Pascal da vorne ein bisschen zu covern, sodass er halt da vorne ganz gechillt seinen P3 einfahren kann. Wäre für ihn natürlich in der Gesamtwertung auch super. Und das müssen wir jetzt einfach so ein bisschen im Auge behalten. So, Runde ist erstmal rum. Wir sind noch vier Runden vom entscheidenden Finale entfernt. Und der Max Verstappen klebt uns immer noch im Getriebe. Ja, ihr seht, wir sind immer noch in Runde 24, dieses Mal ein bisschen weiter hinten. Der kommt deutlich ran. Ihr seht, meine Reifen schon gelb. Es ist nicht wirklich gut gewesen. Ja, die Reifen sind immer mehr kaputt gegangen. Und langsam würde ich Jeff am liebsten mit dem Kopf
aufs Pult hauen, dass er mich zwei Runden früher reingeschickt hat. Ja. Sicher, ich hätte es ablehnen können, Max Verstappen, derweil hat meinen Fehler durch die leicht abbauenden Reifen natürlich konsequent ausgenutzt. Ja, und ihr seht, der zieht mir jetzt auch noch davon und das wird jetzt natürlich kriminell. Wir wissen, rein theoretisch kann uns nicht viel passieren, weil selbst wenn Verstappen Dritter werden sollte, reicht uns P10. Das heißt also rein theoretisch, wir könnten es jetzt hier an der Stelle super verwalten. Müssen wir mal jetzt schauen, ob, wie und was der Max da vorne mit unserem Teamkollegen Pascal anstellt. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Vielleicht laufen die beiden nochmal aufeinander auf und ich könnte vielleicht mich nochmal irgendwie dazwischen robben. Wird schwer, aber nichts ist unmöglich, denn wie gesagt, der Pascal wird ja auch ein bisschen langsamer. Und wenn es nur reicht, dass er den Verstappen ein kleines Stückchen aufhält, wäre das ja schon gut. Wir versuchen jetzt erstmal im Windschatten dran zu bleiben. Wir bekommen tatsächlich noch DRS, weil wir unter einer Sekunde dran waren. Und ja, jetzt gucken wir mal, was windschattenmäßig geht. Wir hatten vorhin mal 340, jetzt sind wir hier bei fast 350. Ja, und wir sind tatsächlich nochmal neben Max Verstappen gekommen, der jetzt aus was für Gründen auch immer zurückzieht. Na gut, vielleicht denkt er sich, er kriegt mich gleich sowieso irgendwo. Ich denke mal, dem sein Team wird ihm auch gesagt haben, hier, der Drops ist gelutscht, wenn du jetzt nicht schnell vorbeikommst. Und ja, er weiß ja, dass er die besseren Reifen hat. Also vorbeikommen tut er, aber rein theoretisch hätte er da ein bisschen aggressiver rangehen können, weil dann hätte ich da auch nicht mehr viel machen können. Na gut, wir behalten ihn weiter im Auge. Er ist ja noch dicht an uns dran, 3/10 war er hinter uns. Wir sind wieder ein bisschen weiter am Ende, in diesem Fall Ende Runde 26. Ihr seht, der Max Verstappen wieder hinter uns. Immer noch schön dicht dran. Wir kommen sehr weit nach außen, können das Auto natürlich speedmäßig nicht dagegen halten gegen Max Verstappen, der jetzt hier nochmal versucht hatte, außen rum zu kommen. Wir sind ganz fies innen reingezogen. Zum Glück keine Kollision, dass wir da nicht noch irgendwo eine Strafe kriegen. Wir fahren ganz weit nach innen, um auch ja keinen Windschatten abzugeben. Ihr habt es gerade wieder gesehen, ganz kurz. Meine Reifen sind eigentlich schon kurz vorm Orange werden. Es wird nicht wirklich gut. Ja. Und zwei Runden sind immer noch zu fahren. Aber wir haben jetzt langsam einen Vorteil, denn der Max Verstappen wird auch das Problem haben, dass seine Reifen natürlich schneller abbauen, weil er hat ja die weichere Reifenmischung. Vielleicht können wir das hier irgendwo durchziehen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ihr seht jetzt nochmal 55 vorne links, vorne rechts 50%. Man kann damit noch fahren, aber halt nicht mehr so wirklich schnell. Und wenn von hinten einer kommt, der dann halt wirklich viel schneller ist, dann wird das halt richtig kriminell. Ja, gut. Auf jeden Fall, letzte Runde ist angebrochen. Max Verstappen immer noch hinter uns. Das soll mir natürlich sehr recht sein. Denn, sind wir ehrlich, wenn er mich jetzt nicht abschießt, dann ist es das. Weil vor mir fährt Pascal Wehrlein und vor dem fahren die beiden Mercedes. Das heißt, keiner der beiden Red Bulls ist in diesem Rennen aktuell vor mir. Und dementsprechend ist der Titel so gut wie sicher. Ja. Ich hätte gerne mal gewusst, was mit Ricardo da so passiert ist, weil der ist halt wirklich am Start monströs nach hinten durchgefallen und ja, das war so vermutlich von Red Bull nicht geplant, ja, logischerweise. Wir gucken nochmal, Max Verstappen versucht gar nicht mehr tief in meinen Windschatten reinzukommen, doch jetzt ist er nochmal drin. Also er versucht wirklich nochmal alles, um mich irgendwo zu holen und wenn ich jetzt hier vorne keine Fehler mache, dann müsste ich das hier verteidigen können. Ja, hier sehr weit innen rüber. Ich will auf jeden Fall hingehen und will den Max da hinter mir halten, denn ja, P4 sieht besser aus wie P5. Und wenn keiner der Red Bulls vor mir ist, dann braucht man auch nicht wirklich viel rumrechnen. Hier sind wir jetzt auch einigermaßen gut durchgekommen. Wir haben das Auto schön breit gemacht. Ihr seht, selbst ein Ferrari ist noch an uns angekommen. Das heißt also, der Verstappen hat richtig Meter verloren. Der Ferrari war zwei, drei Runden zuvor richtig weit weg. So, noch zwei Kurven, dann haben wir es. Lewis Hamilton gewinnt derweil den großen Preis von Amerika. Wir kommen jetzt durch die letzte Kurve und damit ist P4 sicher. Klasse Rennen, jetzt bist du Weltmeister. Das Team möchte dir für deine fantastische Leistung in dieser Saison danken.
Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel-1-Weltmeister. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfalken. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Ja, und damit haben wir tatsächlich den Titel gewonnen. Hier sehen wir nochmal das Podium, ja, die drei mit den Mercedes-Motoren, der vierte hinten dran und ja, WM-Titel gesichert, freut mich natürlich sehr, Pascal auf 3 und natürlich, das hat für das Duell gegen ja, Red Bull nochmal ordentlich Auftrieb gegeben, denn wir sehen es auch hier, Ricardo ist nur auf P7 gelandet, also von daher alles gut für uns. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder, wenn es heißt Formel 1 2016 hier auf Nosa Games. Ja, mir bleibt erstmal nichts anderes über, wie zu sagen, danke fürs Zusehen, wir sehen uns in Mexiko. Tschüss und bis bald.